Der Film behandelt ein dramatisches, aber bisher wenig gewürdigtes Kapitel der Geschichte des letzten Krieges in Deutschland. Er führt uns in die ersten Monate des Jahres 1945, als nach dem Scheitern der Ardennenoffensive, der letzten Hoffnung Hitlers, die alliierten Truppen bis an den Niederrhein und überall in die Nähe des Rheins vorgedrungen sind und hier auf erbitterten Widerstand der deutschen Truppen stoßen, die jeden Quadratmeter deutschen Bodens erbittert verteidigen. Das führt zu verheerenden Luftangriffen der weit überlegenen Alliierten auf viele rheinische Städte, die in diesen düsteren Wochen dem Erdboden gleichgemacht werden. Gleichwohl gelingt es erst im März, in der letzten großen Offensive gegen Hitler, an den Rhein und über den Rhein vorzudringen. Die Eroberung der Brücke von Remagen war ein wichtiger Schritt dabei, der fast zu einem Symbol für den Fall der letzten Widerstandslinie des Dritten Reiches geworden ist. Wenige Wochen darauf war der Krieg zu Ende und die Alliierten hatten ganz Deutschland besetzt. An diese dramatischen Wochen erinnert der Film. Premierminister Churchill besichtigt die ersten eroberten Stellungen. Militärisch ist Deutschland spätestens seit Sommer 1944 geschlagen. Doch der Krieg wird auf Befehl Hitlers fortgesetzt, in der Hoffnung auf ein Wunder. Bis zum Februar 1945 verläuft die Front im Westen noch entlang den Verteidigungsstellungen des Westwalls an der Reichsgrenze, mit Ausnahme des Aachener Raums, den die Alliierten schon Ende 1944 erobert hatten. In diesem Gebiet kämpfen sich britische, amerikanische, kanadische Verbände Meter um Meter vorwärts. Auf dem Weg zum Ruhrgebiet, dessen Einnahme als kriegsentscheidend gilt, ist erbitterter Widerstand zu überwinden. Ein Bericht der britischen Wochenschau. The skeleton remains of German churches, purposely wrecked by the retreating Huns, mark the path of General Dempsey's Second Army advancing on Geilenkirchen. The destruction and sorrow the Nazis dealt abroad has now come home to roost. Die Kirchen sind von den Hunnen selbst zerstört worden, behauptet ein Sprecher. Not und Zerstörung, die Nazis brachten, treffen jetzt ihre Heimat. Over which to recall General Eisenhower's urgent message to American munition workers to step up shell production. General Eisenhower forderte mehr Munition. Der Nachschub reicht nicht aus, denn der Krieg in Deutschland ist kein Spaziergang. Der Grenzort Geilenkirchen, nördlich von Aachen, war Mitte November 1944 erobert worden. Dann hatten die Alliierten einen ganzen Monat gebraucht, um sich einige Kilometer nach Osten bis an den kleinen Fluss Ruhr vorzukämpfen. Alliierte deutsche Soldaten, die sich ergeben. Aber solche Bilder sind noch nicht die Regel. Der alliierte Vormarsch ist im Raum Düren und Jülich zunächst zum Stehen gekommen. Noch gibt es westlich des Rheins eine zusammenhängende Frontlinie. Oft werden die Kämpfe in vorderster Linie gefilmt. Aber nur ein Teil der Aufnahmen wird von den Wochenschauen verwendet. Der Aufmarsch der Armeen an der Ruhr und am Niederrhein, der die letzten Schlachten im Westen einleitet, ist nur ein kleiner Ausschnitt aus dem Kriegsgeschehen. Zu dieser Zeit, Anfang Februar 1945, stehen die Russen im Osten 50 Kilometer vor Berlin. Hier an der Westfront hatte die letzte Offensive der deutschen Wehrmacht in den Ardennen die alliierten Pläne verzögert. Doch nun sind die deutschen Mannschafts- und Materialverluste nicht mehr auszugleichen. Während zwischen Ruhr und Niederrhein noch um jeden Meter gekämpft wird, verhandeln in Jalta Roosevelt, Stalin und Churchill über das Schicksal Deutschlands nach der Kapitulation, mit der das alliierte Oberkommando im Juli 1945 rechnet. Dass die deutsche Kapitulation fast zwei Monate früher erfolgen wird, bereits am 8. Mai 1945, ist die Folge von Hitlers Durchhaltetaktik um jeden Preis.
Statt die deutsche Verteidigungsfront auf den Rhein zurückzunehmen und damit Geländevorteile auszunutzen, will Hitler die Front westlich des Stroms halten. Das Gebiet des Hürtgenwalds mit dem Ruhrstausee wird dabei zur strategischen Schlüsselposition, um deren Besitz monatelang erbittert gekämpft wird. War es Pflichterfüllung, Gehorsam oder bloße Furcht vor Repressalien in der Heimat, was deutsche Soldaten zum Weiterkämpfen veranlasste? Oder gab es den Glauben an ein militärisches Wunder? Noch dröhnen vereinzelt die Raketenflugkörper V1 über das Schlachtfeld. Die viel gepriesene, aber militärisch wenig wirksame Wunderwaffe ist jetzt auf Antwerpen programmiert, den amerikanischen Nachschubhafen, dessen Einnahme die Ardennenoffensive zum Ziel gehabt hatte. Doch diese letzte Offensive war nach kaum 50 Kilometern Geländegewinn zusammengebrochen. Ungehindert und in immer größerem Umfang floss jetzt der amerikanische Nachschub an die Front. 68.000 Soldaten sind im Hürtgenwald gefallen. 28.000 Deutsche und 40.000 Amerikaner. Die meisten Toten konnten erst nach Kriegsende geborgen werden. Im Hürtgenwald vom November 1944 bis zum Februar 1945 gehörten zu den härtesten des Krieges. Der kleine Ort Hürtgen wechselte 14 Mal den Besitzer, Fossenack sogar 28 Mal. Dorf für Dorf musste von den Amerikanern in verlustreichen Kämpfen genommen werden. In Schmidt beispielsweise leisteten deutsche Soldaten noch Widerstand, als die Einnahme des Dorfes bereits gemeldet war. Jedes Gehöft wurde bis zuletzt verteidigt. In der grünen Hölle von Hürtgen hat die amerikanische Armee ebenso viele Soldaten verloren wie Jahrzehnte später im Vietnamkrieg. Das Kampfziel, die Ruhrtalsperre, ist in letzter Minute gesprengt worden. Ihr Stauwasser überflutet das Flussgebiet bei Jülich und Düren, was alle weiteren Operationen verzögert. Der Frontverlauf im Westen. Am 8. Februar hat die Operation Veritable am linken Niederrhein die alliierte Großoffensive auf den Rhein eröffnet. Der gleichzeitig geplante Beginn der Operation Grenade, der Durchbruch bei Düren, muss wegen der Ruhrüberschwemmung um 14 Tage bis zum 23. Februar verschoben werden. Die alliierten Divisionen am Niederrhein unter dem Oberbefehl des britischen Feldmarschalls Montgomery, links im Bild mit Baskenmütze, müssen die Last des Kampfes zunächst alleine tragen. Auf deutscher Seite werden alle verfügbaren Reserven eingesetzt, um den Durchbruch im Norden zu verhindern. Montgomery wollte ursprünglich über den Niederrhein in die norddeutsche Tiefebene vorstoßen und Berlin vor den sowjetischen Truppen erreichen. Doch dieser Plan ist nicht verwirklicht worden. Auch am Niederrhein ist das Gelände durch deutsche Sprengungen der Rheindeiche und heftige Regenfälle überschwemmt. Für den Vormarsch auf der Strecke Kranenburg-Kleve müssen die Amphibienfahrzeuge eingesetzt werden, die für den geplanten Rheinübergang bereitgestellt worden sind. Die Operation Veritable verläuft zwar erfolgreich, aber langsamer als geplant. Den angreifenden 7 Divisionen steht auf deutscher Seite nur eine einzige gegenüber, weil das deutsche Oberkommando den alliierten Hauptangriff an anderer Stelle erwartet. Erst als sich herausstellt, dass die Großoffensive in Richtung Kleve geht, werden Verstärkungen in Marsch gesetzt. Für sie sind die zerstörten und überschwemmten Straßen ein größeres Hindernis als für die an Material überlegenen Alliierten. Alliierter Vormarsch durch Kranenburg, das bei Luftangriffen im September 1944 und im Februar 1945 zerstört wurde. Ein Beispiel für die materielle Überlegenheit sind die Buffalos, gepanzerte Landungsfahrzeuge, die leichte Panzer transportieren. Die Reste eines deutschen Panzerarmeekorps, noch 25 einsatzfähige Panzer, können dagegen nicht mehr eingesetzt werden, weil sie im Gelände und unter ständigen Luftangriffen stecken bleiben.
Bei der Offensive in Richtung Kleve wollen die Alliierten diesmal jedes Risiko vermeiden. Ein solches Risiko droht dem Vorstoß in ihren Augen von der südlichen Flanke aus dem Reichswald. So sammeln sich ihre Einheiten auf breiter Front zum flankierenden Angriff auch auf den Reichswald. Diese Spezialfahrzeuge sind gepanzerte Flammenwerfer, deren tödlicher Strahl 15 Meter weit reicht. Der Reichswald hatte im September beim Luftlandeunternehmen Market Garden gegen Nimwegen und Arnheim eine Geisterrolle gespielt. Damals hatte der holländische Geheimdienst 1000 deutsche Panzer im Reichswald vermutet. In der Furcht vor ihrem Gegenangriff aus der Flanke hatte der amerikanische General Gavin den Angriff auf die Brücke über die Waal bei Nimwegen 3 Tage hinausgezögert. Damit kam der Entsatz für die Engländer bei Arnheim zu spät. Montgomerys Luftlandetruppen wurden vernichtet. Die 1000 deutschen Panzer im Reichswald aber waren nichts als ein Phantom. Nun, 5 Monate später, dauert es ganze 5 Tage, bis das unübersichtliche Gelände des Reichswalds von den Alliierten gegen hinhaltenden deutschen Widerstand besetzt werden kann. Kleve haben sie schon 2 Tage vorher erobert, am 11. Februar. Um den Ort hat es, wie zum Beispiel in der Tiergartenstraße, heftige Kämpfe gegeben. Stadtkirche. Sie wird später wieder aufgebaut. Im Hintergrund Mitte der Schwanenturm des Klever Schlosses. In diesen sinnlosen Kämpfen wird noch vieles vernichtet, was Bomben- und Artilleriebeschuss verschont hatte. Der britische und kanadische Anteil an der Schlacht um den Niederrhein ist später unterschätzt worden, weil die amerikanische Materialüberlegenheit zu sehr ins Auge sprang. In Wirklichkeit waren die Blutopfer hoch, die Montgomerys Armeen hier zu zahlen hatten, trotz der Vorsicht, mit der ihr Feldmarschall operierte. Das erste Souvenir. Und die erste Ruhepause in der eroberten Stadt. Wie sich die Bilder gleichen. Ziemlich genauso sahen manche Aufnahmen der deutschen Wochenschau von 1940 bis 1942 aus. Damals waren es deutsche Lanzer, die ihre Eierkuchen in der Etappe in Frankreich oder auf dem Balkan buken. Nun sind die ersten deutschen Städte schon Etappe für Engländer, Kanadier, Amerikaner. Nach 5 Jahren rollt der Krieg zurück. Dorthin, wo er begann. Um die Vorbereitungen für die neue Offensive über den Rhein geheim zu halten und Quartiere für die Truppe zu gewinnen, wurde im Lager Bedburg-Hau die Zivilbevölkerung des Kreises Kleve und einiger Ortschaften aus den Kreisen Moers und Geldern interniert. Die Bilder wirken fast idyllisch. In Wirklichkeit waren die Lager hoffnungslos überfüllt, die sanitären Verhältnisse katastrophal. Aber nach einigen Wochen dürfen die Ersten wieder zurückkehren in ihre zerstörten Häuser. Das Zuhause wird meist nur ein Keller sein. Notdürftig hergerichtet, lange noch mit Pappe vor den Fenstern statt Glas. Und dennoch ein Zuhause. Und so setzt, während wenige Kilometer weiter noch der Krieg tobt, eine neue Völkerwanderung ein. Passüberprüfung durch die neue Militärregierung.
Das Military Government fürchtet Spione, Saboteure, den von Goebbels so oft angekündigten Partisanenkrieg des Werwolfs. Aber der Werwolf wird ein Gespenst bleiben, in Goebbels Wunschträumen und Eisenhowers Albträumen. Bei den Kämpfen westlich des Rheins gehen insgesamt 150.000 deutsche Soldaten in Gefangenschaft. Auf Kalkar hatten am 21. Februar hunderte von Jagdbombern ihre Phosphorbomben geworfen. Die Nikolaikirche, das Rathaus, der größere Teil der Stadt brannten aus. Das Feuer wütete 2 Tage lang. Am 26. rückten die letzten deutschen Truppen ab. Aber die Alliierten zögerten immer noch, in die Stadt einzurücken und mussten von einer Delegation der Bürger förmlich eingeladen werden, doch zu kommen. Am nächsten Tag wurden die noch verbliebenen Einwohner ins Lager Bedburg gebracht. Aber es gab widersprüchliche Befehle. Abends wurden sie schon wieder nach Kalkar zurückgeschickt. Die Kirche auf dem Tiller Feld. Die Materialüberlegenheit der Alliierten beträgt in dieser Phase des Kampfes 10-1. Allerdings, schon wegen der Bedingungen des Geländes, wirkt sie sich weniger im Gefecht selbst aus, als in der Tatsache, dass es für jeden LKW, jedes Geschütz, jeden Panzer, der ausfällt, auf alliierter Seite sofort Ersatz gibt. Die Deutschen können ihre letzten kümmerlichen Reserven schon wegen der alliierten Luftherrschaft oft nicht einmal bis zur Front bringen. Am 16. November 1944 vormittags war der Großangriff der RAF auf Düren und Jülich vorbereitet worden. Neben 60.000 Brandbomben werden 4.000 Sprengbomben und Minen verladen. 1.188 viermotorige Bomber nehmen ihre Fracht auf, die 2 deutsche Städte ausradieren wird. Mit 12.000 Pfund war diese Luftmine bis vor kurzem noch zu schwer für die Flugzeuge. Erst die eigens für sie entwickelte Sonderausführung des Lancaster-Bombers ist stark genug, sie zu tragen. Der Angriff auf Düren wird genau 36 Minuten dauern. Von den 20.000 Menschen, die an diesem Tag noch in der Stadt sind, werden ihm 12.000 bis 13.000 zum Opfer fallen. Die meisten werden verbrennen, verschüttet, erstickt werden. So sah Düren nach dem Angriff aus. Eine Stadt, die von Karl dem Großen mit dem Bau eines fränkischen Königshofs begründet worden war. Sie hatte 1200 Jahre gelebt. Der seither zweimal verschobene Angriff im Raum Jülich-Düren soll nun am 23. Februar beginnen. Was hier gefilmt und für die Wochenschau registriert wird, ist der Auftakt zu einer Schlacht, die der britische Kriegshistoriker Thompson später mit den Worten beschreibt. Genau um 3:15 Uhr brüllten in der Nacht vom 22. auf den 23. Februar 1945 die Geschütze der amerikanischen 1. und 9. Armee dem deutschen Feind ihre Herausforderung über die hochgehende Ruhr hinweg entgegen. Während die Blitze der Mündungsfeuer vor 250.000 Soldaten aufzuckten, häuften die krepierenden Granaten Schutt auf Schutt in Dörfern und Städten. Kein Stein blieb auf dem anderen. Der Anblick einer noch stehenden Mauer wurde zur Rarität im ganzen Ufergebiet des Flusses von Jülich bis Düren. An zahlreichen Stellen gleichzeitig hatten dann Pioniere in Sturmbooten den Fluss überquert, Laufstege für die vorstürmende Infanterie gebaut und versucht, Pontonbrücken für die schweren Waffen und den Nachschub zu errichten. Deutsches Artilleriefeuer verzögerte den Bau dieser Brücken um 24 Stunden. Eine der erstaunlichsten militärischen Einzelleistungen, die doch nur einen sinnlos gewordenen Krieg nochmals verlängerte. Der Vormarsch der amerikanischen Infanterie dagegen verlief schneller als erwartet. Das zu 97% zerstörte Jülich wurde kampflos besetzt, da es hinter der Front keine Reserven und Auffangstellungen der Wehrmacht gab. Nur die unmittelbare Frontlinie an der Ruhr war verteidigt worden, unter hohen Verlusten für beide Seiten. Amerikanische Soldaten bergen einen gefallenen Kameraden.
Auf den amerikanischen Heereskarten war Jülich als Festungsstadt eingezeichnet. Im 17. und 18. Jahrhundert galt die Stadt als stärkste Festung am Niederrhein. Sie war aber schon 1860 geschleift worden. Alliierte Bombenangriffe auf Jülich hatten in erster Linie der Zerstörung dieser immer noch gefürchteten Zitadelle gegolten, die, wie sich herausstellte, überhaupt nicht auf Verteidigung eingerichtet war. Der Berichterstatter der Stars and Stripes schrieb, nichts deutet darauf hin, dass die Festung besetzt gewesen ist. In weniger als 30 Minuten war die Zitadelle in amerikanischer Hand. Alle Tunnel und Keller wurden durchsucht, aber es konnten keine Gefangenen gemacht werden. Während Jülich schon am Morgen des 23. Februar besetzt wurde, hielten sich an anderen Frontabschnitten der Ruhr kleine Gruppen von Verteidigern noch bis zum 24. und 25. Februar. Der Wehrmachtsbericht vom 25. Februar meldete noch erbitterte Kämpfe auf dem Ostufer der Ruhr bei Linnich, Jülich und Düren und fügte hinzu, doch konnte der Feind nirgends tiefer in unser Hauptkampffeld eindringen. Ein Hauptkampffeld gab es zu diesem Zeitpunkt nicht mehr. Der weitere Vorstoß der Amerikaner wurde nur noch durch das Fehlen von Brücken über die Ruhr aufgehalten. Das Übersetzen von Panzern und Fahrzeugen über Pontonbrücken war zeitraubend. Die Truppen hatten jedoch Befehl, nicht ohne schwere Waffen und nicht über den Feuerbereich der eigenen Artillerie hinaus vorzustoßen. Erst nach der üblichen Materialmassierung auf der Ostseite der Ruhr setzten die Amerikaner dann zum Vorstoß auf Köln und Mönchengladbach an und auf deutscher Seite stand nichts, was sie hätte aufhalten können. Hinter Jülich und Düren gab es nur noch Verwirrung, Flucht und das Warten auf den Einzug der Sieger. Die amerikanische Infanterie hätte auch ohne Panzerunterstützung nach Osten weitermarschieren können. Das alliierte Oberkommando unter General Eisenhower neigte aber in allen Entscheidungen dazu, der Sicherheit der eigenen Truppen absoluten Vorrang einzuräumen. Die Kampfkraft des Gegners wurde eher über- als unterschätzt. In der Trümmerwüste von Jülich blieb nur Bismarck, der eiserne Kanzler, unversehrt. Aber auf die amerikanischen Panzer wartete ein neues Hindernis. Die Zerstörungen in der Stadt waren so umfassend, dass für den weiteren Vormarsch erst die zugeschütteten Straßen freigeräumt werden mussten. Räumpanzer und Bagger wurden herangeholt und gruben eine Schneise durch das Trümmerfeld, das einmal einer der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte zwischen Aachen und Köln gewesen war. Verwundete und Tote werden geborgen. Die amerikanische Armee hat ihre Gefallenen, von Ausnahmen wie im Hürtgenwald abgesehen, immer während der Kämpfe zurückgeholt und nie auf deutschem Boden beigesetzt. Die deutschen Opfer des Luftangriffs vom 16. November auf Jülich hatten überhaupt nicht beigesetzt werden können. Der Polizeibericht vom 17. November meldete dazu, da eine Bergung der Verschütteten nicht möglich war, wurde ein Horchtrupp aus Köln eingesetzt. Es wurden keine Lebenden mehr festgestellt. In luftschutzmäßiger Hinsicht dürfte das Arbeiten in Jülich erledigt sein. Und am 1. Dezember berichtete ein deutscher Soldat, dessen Einheit in die Stadt kam, Jülich war eine Stadt der Toten, in der nur noch bei Nacht die Schatten der Melder oder Essenholer von dem Ufer der Ruhr bis zu dem Krankenhaus an der Straße nach Neuss an den zerfallenen Mauerwänden entlang vorbeihuschten. Welche Bedeutung die Alliierten der Einnahme Jülichs zumaßen, wurde durch den Besuch des Oberkommandierenden General Eisenhower deutlich, der wenige Tage nach Beginn der Offensive die Zitadelle besichtigte. Eisenhower hat mit der Planung und Durchführung des alliierten Vorstoßes zum Rhein nach Meinung führender Militärhistoriker ein Lehrbeispiel der Kriegführung geliefert. Innerhalb von 14 Tagen zerbrach aller Widerstand westlich des Rheins, der schließlich nicht mehr zur Verteidigungslinie ausgebaut werden konnte, weil Hitler jede Planung dafür strikt verboten hatte. Alle strategische Leistung wiegt aber geringer als die Wirkung der gewaltigen materiellen Überlegenheit, die gegen Deutschland aufgeboten wurde, zu Lande und in der Luft. Zwei Tage nach Beginn der Operation Grenade
wurden die deutschen Nachschub- und Fluchtwege von mehr als 7000 alliierten Flugzeugen angegriffen. Originalaufnahme der Einsatzbesprechung bei einem amerikanischen Geschwader am 26. Februar 1945. The weather's finally broken. We're going to have the largest day in the history of aerial warfare. Wir werden das beste Wetter in der Geschichte des Luftkriegs haben. Die schweren RAF-Bomber, unsere Aufklärer und Jagdbomber und die vom 29. US-Geschwader werden heute jeden Eisenbahnzug, jeden Verkehrsknotenpunkt, jeden Lastwagen und überhaupt alles angreifen, was sich bei den Jerrys bewegt. Auch die großen Kisten aus Italien kommen her und helfen uns. Insgesamt werden heute so rund 7000 Flugzeuge gleichzeitig über dem Rhein in der Luft sein. Die alliierten Flieger werden nicht nur die beste Sicht, sondern in dieser Phase des Krieges auch das geringste Risiko haben. Die deutsche Jagdwaffe ist mangels Benzin so gut wie völlig ausgeschaltet. So können Amerikaner und Engländer geradezu in parademäßiger Formation fliegen und ungestört alles angreifen, was sich bewegt. Jagdbomber, die gefürchteten Jabos, greifen Straßen und Bahnlinien an. Die Jahreszeit macht eine wirksame Tarnung schwer. Deutlich sind unter diesen Tarnnetzen Güterwagen zu erkennen. Aller Nachschub schweren Materials wird abgeschnitten. Von einer aus Würzburg an die Front beorderten SS-Panzerdivision kommen nur die Mannschaften an. Die Restbestände der Luftwaffe werden am Boden zerstört oder abgeschossen. Eine seltene Aufnahme. Abschuss einer Me 163 des Krafteis, des ersten serienmäßig gebauten Raketenflugzeugs der Welt. Hinter der Front wird auf Schiffe, Straßen und Brücken fast ein Scheibenschießen veranstaltet. Deutsche Truppenbewegungen sind jetzt nur noch nachts möglich. Nach Unterbrechung aller Verkehrsverbindungen im Hinterland beginnt Phase 2 der Operation Grenade. Der Vorstoß auf Köln, Mönchengladbach und Neuss. Zu den wenigen Orten, an denen noch hartnäckig gekämpft wird, gehört Schiefbahn. Die Verteidiger hatten sich zunächst zurückgezogen, unternahmen dann aber in der Nacht einen Gegenstoß. Dabei zerstörten sie 22 amerikanische Panzer, deren Besatzungen sich in der Ortschaft einquartiert hatten. Es kam dann zu Nahkämpfen von Haus zu Haus. Nur der freiwillige Rückzug der deutschen Kampfgruppe hat die Gemeinde vor völliger Auslöschung bewahrt. Der Einsatzbefehl zum Flächenbombardement war bereits erteilt. Mönchengladbach, Ende Februar 1945. Das amerikanische Aufklärungsflugzeug, aus dem diese Aufnahmen gemacht wurden, flog die Stadt vom Norden her aus Richtung Schiefbahn an. Mönchengladbach wurde im Mai 1940 zum ersten Mal bombardiert. Die schwersten Zerstörungen richtete der Großangriff vom September 1944 an. Links im Bild der Hauptbahnhof. Mönchengladbach ist die größte deutsche Stadt, die von den Alliierten bis zum 1. März 1945 besetzt wird. Ein Infanterieregiment genügte, Widerstand wurde nicht geleistet. Der nie fertiggestellte Bahnhofsbunker. Von den 170.000 Einwohnern, die Mönchengladbach vor dem Kriege hatte, lebten bei der Besetzung noch 49.000 in den Trümmern der Stadt. Zu den zerstörten Bauwerken gehört die Hauptpfarrkirche am Alten Markt. Graf Balderich, auf den die Stadtgründung zurückgeht, blieb als Symbol des Überlebens erhalten. Schwer beschädigt das Rathaus von Reit. Schon einen Tag nach dem Einmarsch wurden die ersten Anordnungen der Militärregierung angeschlagen. Sämtliche Zivilpersonen haben in ihren Wohnungen oder Arbeitsstätten zu verbleiben. Ausnahme, zwischen 9 und 12 Uhr kann eine Person per Haushalt die Wohnung verlassen, um Nahrungsmittel oder Wasser zu holen. In der Stadt war kein Straßenbahnwagen mehr einsatzfähig. Mehr als 40% der Wohnungen zerstört, 20% schwer beschädigt. Die Gasversorgung war ausgefallen, aber es gab Wasser. Am Tage vor dem Fall der Stadt
hatten die Parteiführer einer Volkskompanie befohlen, die Brücke über die Umgehungsbahn beim Einmarsch der Amerikaner zu sprengen. Aber der Sprengmeister und seine Leute hatten trotz Todesdrohung den Befehl nicht ausgeführt. Über diese Brücke lief die Wasserversorgung. Die kampflose Einnahme Mönchengladbachs ermöglichte es der amerikanischen Armee, ungehindert nach Norden und auf Neuss vorzustoßen. Neuss wird am frühen Morgen des 2. März kampflos besetzt. Die Zivilbevölkerung verlässt wenige Stunden später die Keller und Bunker, in denen sie das Kriegsende abgewartet hatte. Noch in der Nacht hatten die Frauen im Nordkanalbunker NS-Funktionäre, die nach noch waffenfähigen Männern suchten und sinnlose Durchhaltebefehle erteilten, aus dem Bunker geworfen. Eine Volkssturmkompanie betagter Familienväter hatte sich am Vortage schlicht und unauffällig verdrückt. Hauptziel der Amerikaner ist es nun, eine Rheinbrücke unversehrt zu erobern. Die Eisenbahnbrücke nach Düsseldorf-Hamm wird am 3. März um 5 Uhr gesprengt. Das Quirinus-Münster war seit einem Luftangriff am 5. Januar 1945 schwer beschädigt. Doch die Kuppel hatte standgehalten. Amerikanische Sanitäter helfen einem durch Granatsplitter verletzten Zivilisten. Eine amerikanische Panzereinheit mit deutsch sprechenden Infanteristen reihte sich in die zurückflutenden Wehrmachtsverbände ein, wurde jedoch erkannt. Es gelang ihr dennoch, sich zur Brücke durchzukämpfen. Doch die Brücke war im letzten Moment gesprengt worden. Amerikanische Panzer rückten durch die Südstraße in Krefeld ein. Für den Umfassungsangriff von Norden, Südwesten und Süden her hatte Eisenhower die Kräfte von 10 Divisionen eingesetzt. Jeeps vor der Lutherkirche. Ein Panzerabwehrgeschütz sichert in der Oppumer Straße in Richtung Rheinbrücke. Auf deutscher Seite kämpften größtenteils zusammengewürfelte Haufen von über 50 verschiedenen Einheiten, deren Verbindung untereinander miserabel funktionierte. Am Abend des 2. März zum Beispiel überraschten die Amerikaner einen ganzen Zug Infanterie, der mit geschultertem Gewehr zur Verpflegungsausgabe ging, in Unkenntnis der Tatsache, dass die Stadt inzwischen aufgegeben worden war. Auf den Luftbildern der Engländer, die das zerstörte Krefeld zeigen, sind im Hintergrund die Josefkirche, die Friedenskirche, schließlich die Dionysiuskirche zu erkennen. Das Industriegebiet an der Uerdinger Straße. Am 3. März, dem 9. Tag der Operation Grenade, war fast das gesamte linksrheinische Gebiet in den Händen der Amerikaner und Briten. Um der drohenden Einkesselung durch die Stoßkeile vom Norden und Süden zu entgehen, hatten sich die Reste der deutschen Verbände auf Brückenköpfe bei Moers und Homberg zurückgezogen. Bei Alpen treffen sich am 5. März die aus dem Norden vorgestoßenen britischen Truppen mit Einheiten der aus dem Raum Jülich-Düren angetretenen 9. Armee. Damit finden die Kämpfe am linken Niederrhein ihren strategischen Abschluss, wenn es auch noch einige Tage länger zu Kämpfen an den Brückenköpfen kommt. Bilanz von Veritable und Grenade.
In den 4 Wochen des Vorstoßes von der Ruhr zum Rhein zählen die Deutschen 100.000 Tote und Verwundete. Die Verluste der Alliierten erreichen etwa die gleiche Höhe. Gough war von Einheiten der 1. Kanadischen Armee gegen harten Widerstand bereits am 21. Februar erobert worden. Die nächsten 2 Wochen bis zum Abschluss des alliierten Vorstoßes zum Rhein führt der durch Artilleriebeschuss zerstörte Ort das gespenstische Leben einer Etappenstadt unmittelbar hinter der Front. Engländer und Amerikaner haben mit den Operationen Grenade und Veritable die deutsche Wehrmacht am linken Niederrhein so vernichtend geschlagen, dass es an der Westfront keinen organisierten Widerstand mehr geben wird. Will you ask them if they've been living under this bombardment for the last 10 days? Waren Sie hier für die letzten 10 Tage, wenn die Bomben von der Luftwaffe, die englische Luftwaffe? Ah, waren Sie hier? Ja, ja, ja. Ich bin schon 6 Wochen beständig hier. He has been here for the last 6 weeks. Ständig, for the last 6 weeks, ja, yes, ja. In the cellar. Wo waren Sie, wo haben Sie gelebt? Von den Sachen, die wir noch selber haben. Ja, Sie waren im Keller, nicht? Mhm, ja. Und was haben Sie gegessen? Brot und Kartoffeln. They have just eaten bread and potatoes. That's all they have. Are they getting food now? Und bekommen Sie etwas zu essen jetzt von den Englischen oder den Amerikanischen? Nee. Bekommen Sie etwas? Nee, bestimmt. No, nothing at all. Not yet. Not yet, no. Haben Sie einen Bruder in die Luftwaffe oder die Wehrmacht? Ja. Ja? Ja. Wie alt ist der? 20 Jahre. Wo ist der, wissen Sie? Das wissen Sie nicht. Ja. Ja, wir sehen die Luftwaffe her. Haben Sie die Luftwaffe, die deutsche Luftwaffe gesehen? Gesehen nicht, nee. Wohl gehört, aber ich weiß nicht, ob es Deutsche waren. Für wie viele Tage, für wie viele Monaten haben Sie nicht gesehen? Das ist mindestens, ja. Das ist mindestens 2 Monate? Zwei bis drei Monate mindestens. They haven't seen the Luftwaffe for about three months. They haven't seen, no, they haven't. All finished, yeah. All finished, yeah. Aus den wiederholten Nachfragen nach der deutschen Luftwaffe wird deutlich, welche Bedeutung die Engländer ihr zugemessen haben, auch nachdem sie praktisch bereits zerstört war. Am Anfang des Krieges hatten deutsche Flugzeuge versucht, englische Städte auszulöschen. Seit Sommer 1944 lag London unter dem Feuer deutscher Raketen und Flugkörper. In der Nähe von Stolberg eroberten die Amerikaner unversehrte Raketenwaffen vom Typ V1 und V2. Das waren also Hitlers Wunderwaffen, hier Teile der Abschussrampe. Die V1 flog nur 650 Kilometer in der Stunde, erheblich langsamer als heute ein normaler Jet. Die 8000 V1, die auf englische Ziele abgeschossen wurden, kosteten rund 6000 Menschenleben. Sprengköpfe der V2, die mit knapp 5000 Kilometer in der Stunde die ersten echten Raketen waren. Sie kamen zu spät, um militärisch noch irgendetwas zu bewirken. Immerhin, mit ihnen begann das Zeitalter der gelenkten Flugkörper, der militärisch einsetzbaren Raketen. Soldaten der Luftwaffe waren als Infanteristen eingesetzt worden, weil Treibstoff und Material für die Flugzeuge fehlten. Kampfwert gleich null. Sie treten den Weg in die Gefangenschaft an. In eine Gefangenschaft, die in englischem und amerikanischem Gewahrsam nur kurz dauern wird,
meist ein paar Monate, manchmal nur ein paar Wochen. Die Überlebenden der größten Katastrophe der Neuzeit werden bald gebraucht werden, um die Verwüstungen des Krieges zu beseitigen. Schwere Zerstörungen, hauptsächlich durch den Bombenkrieg, gibt es überall im Reich. Am schlimmsten in den großen Städten. Aber nirgends ist das Ausmaß der Zerstörung so umfassend wie in dem Land am Niederrhein, wo zu den Bomben die Granaten kamen. Die Verwüstungen eines Kampfes, der oft Straße um Straße, Haus um Haus geführt wurde, in den letzten großen Schlachten im Westen. Nun fallen keine Bomben mehr, keine Granaten. Doch wer findet sich zurecht in jener Stunde Null, in der mit den Häusern ein Reich zerbrach, durch eigene Schuld? Wer den Krieg überlebte, muss einen neuen Kampf ums Überleben im Frieden führen. Die Jahre der Not kommen, der Improvisation, des Tauschhandels. Ein Mantel gegen 5 Pfund Zucker, ein Ring gegen 1 Kilo Butter. Zeit der Zigarettenwährung, weil das Geld nichts mehr wert ist, das den Krieg finanzierte. Zeit der Schieber, der kleinen und großen Ganoven. Doch selbst der Bravste kann in solcher Zeit nicht brav bleiben, nicht gesetzestreu, will er nicht verhungern. Wird dies Volk seine Städte neu aufbauen, in nicht einmal einem Menschenalter. Es wird einen neuen Staat, ein neues Gemeinwesen errichten, in wenigen Jahren. Kinder im Land am Niederrhein, im Frühjahr 1945. Sie spielen auf den Trümmern des Krieges, so unbekümmert wie Kinder auf den wohlbehüteten Spielplätzen von heute, nach mehr als 30 Jahren Frieden. Bilder, die aus einer fernen Vergangenheit zu stammen scheinen, aus einem fremden, einem anderen Land. Bilder, aus denen zu lernen ist.